Hallo und herzlich willkommen bei 5 Ideen. Mein Name ist Dave. Schön, dass du am Start bist. Wir haben hier auf dem Kanal über 1300 Ideen vorgestellt. Und ich bin stolz darauf, auch über die Abonnenten. Aber darum geht es hier nicht. Denn keine Idee ist etwas wert, wenn du nichts draus machst. Und deshalb möchte ich heute in dieser 5 Ideen-Folge meine 6 Umsetzungstypen vorstellen. An diesen Umsetzungstypen kannst du erkennen, was für ein Machertyp du bist und mit was für einem Machertyp du zusammenarbeiten solltest. Diese 6 Umsetzungstypen stammen aus meinem Buch Fang an, was ich dir natürlich in der Beschreibung verlinke. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Idee Nummer 1. Der Stein. Auf den ersten Blick wirken eine Koralle und ein Stein sehr ähnlich. Für viele gar nicht zu unterscheiden. Der Unterschied ist, eine Koralle wächst. Bodo Schäfer sagt in seinem Buch Gesetze der Gewinner: konstant lernen und wachsen. Der Stein hingegen ist tot. Der Stein liegt nur rum. Der Stein macht nichts. Der Stein ist nie aktiv. Der Umsetzungstyp Stein ist Nihilist. Mag nichts, will nichts, weder positiv noch negativ. Hat den Lebenssinn verloren, treibt vor sich hin. Warte darauf, dass irgendetwas mit ihm passiert. Ich hoffe, wenn du dieses Video guckst, bist du kein Stein. Aber ich musste ihn nennen, denn es gibt leider auch Steine. Idee Nummer 2. Der Hahn. Der Hahn stolziert, stolz, Kopf erhoben als Chef durch den Garten. Er kräht, zieht die Aufmerksamkeit auf sich, trägt ein prachtvolles Gewand mit Kamm und bunten Federn. Er kräht und kräht, dafür ist er bekannt. Aber er legt keine Eier. Der Hahn ist der Schnacker, wie man in Hamburg sagt. Er symbolisiert die, die nur reden, aber nichts tun. Die, die am Stammtisch erzählen, wie gut sie alles machen würden. Der Hahn steht für die 80 Millionen Bundestrainer, die sich im Fußball besser auskennen. Der Hahn steht für alle Zuschauer, die bewerten, aber die selbst nicht ins Handeln kommen. Vielleicht ist dir auch schon einmal ein Hahn begegnet. Idee Nummer 3. Die Seegurke. Wenn du einmal in der Adria tauchen warst, dann sind dir sicherlich die zahlreichen Seegurken aufgefallen, die unten am Grund des Meeres liegen. Ich weiß noch genau, als ich die Seegurken das erste Mal sah. Ich fragte mich: Leben die eigentlich? Der Umsetzungstyp der Seegurke ist ein Planer. Ein Planer und ein Perfektionist. Die Seegurke liebt Tabellen, To-Do-Listen, Produktivitäts-Apps, Karteikarten, Reißbretter und Mindmaps. Sie plant und plant und plant. Sie feilt an ihrem Plan, aber stirbt irgendwann mit der Feile in der Hand. Denn die Seegurke kommt nicht in die Umsetzung. Und da Perfektion nur Gott erlangen kann, wird sie niemals fertig. Deshalb braucht die Seegurke unbedingt einen Partner. Idee Nummer 4. Der Maulwurf. Ein Maulwurf gräbt. Er gräbt drauf los. Ohne Sinn und Verstand flüchtet er und fängt an zu graben. Er gräbt, solange ihn seine Schaufeln tragen und solange der Boden weich genug für ihn ist. Trifft er auf ein Hindernis, weicht er aus. Er überlegt sich nicht vorher, wohin er graben sollte. Er ist ein Aktionist. Der Maulwurf ist sogar ein nahezu blinder Aktionist. Aber er macht.
Er legt los, er kommt direkt in die Umsetzung, er macht auch Fehler. Ja, aber er lernt daraus. Ein Maulwurf harmoniert sehr gut mit einer Seegurke. Idee Nummer 5. Die Spinne. Die Spinne, die weiß alles, die kann alles und sie macht alles allein. Die Spinne sitzt in ihrem Netz und ist immer in Alarmbereitschaft wie ein Bademeister. Kommt eine Gefahr, rennt sie davon. Landet eine Beute im Netz, rennt sie zu der Beute. Wickelt sie ein und frisst sie später auf. Die Spinne als Umsetzungstyp zeigt den Solopreneur. Der Solopreneur, der alles kann und alles macht. Aber er macht alles alleine. Er ist selbst und ständig. Er ist meist der Mittelpunkt seines Unternehmens. Ohne ihn kann nichts funktionieren. Deshalb wird er auf ewig selbstständig bleiben und in der Abhängigkeit in seiner eigenen Firma. Als Spinne braucht man zwingend ein Team. Man muss sich dazu bringen, zu delegieren und seinen Kontrollzwang abzugeben. Idee Nummer 6. Der Imker. Es gibt keine bessere Figur, die den alten abgedroschenen Spruch symbolisiert. Du sollst nicht im Unternehmen arbeiten wie die Spinne, sondern am Unternehmen wie der Imker. Ein Imker schafft die Rahmenbedingungen für seine Bienenvölker. Die Bienen erledigen die Arbeit. Die Bienen produzieren den Honig. Der Imker befreit die Umgebung von Hindernissen und macht die Qualitätskontrolle und probiert regelmäßig den Honig. Und so ist es ihm möglich, 150 oder mehr Bienenvölker zu haben. Deshalb symbolisiert der Imker den Unternehmer. Und der Imker ist der im Begriff des Machers, weil er nicht alles alleine macht. Es ist für uns das Schwerste, das zu erreichen, weil wir auf einmal in einer neuen Ebene sind. Aber wenn wir das erreicht haben, dann haben wir ein skalierbares Spiel und haben sehr viel Freude bei der Umsetzung. Vielleicht weißt du, mich nennt man Dave the Maker und mittlerweile will der Deutsche Imkerverband von mir sogar einen Mitgliedsbeitrag. Das waren 6 Ideen für dich aus meinem Buch Fang an. Und zwar die 6 Umsetzungstypen. Welcher Umsetzungstyp bist du? Schreib es gerne in die Kommentare. Und mit was für Geschäftspartner arbeitest du zusammen? Ergänzt sich der Umsetzungstyp oder gibt es da vielleicht Konflikte? Ansonsten findest du in der Beschreibung zu diesem Video 2 Dinge, die du dir unbedingt anschauen solltest. Das erste ist die Facebook-Gruppe Mach was draus. Die ehemalige 5-Ideen-Community heißt jetzt Mach was draus Community. Denn ich möchte gerne, dass sich dort Umsetzer vernetzen. Dass ihr euch nicht zum Smalltalk da verabredet, sondern damit ihr euch wirklich trefft. Dass ihr Netzwerk zusammen was gründet, zusammen Geschäfte voranbringt. Das ist möglich, denn ich tue das selber ja auch jeden Tag. Deshalb mein Appell an euch, geht in die Mach was draus Gruppe, verlinkt in der Beschreibung. Und das zweite ist mein Buch Fang an. Ihr könnt es direkt bei uns bestellen. Es gibt es auch als Hörbuch, auch bei Audible oder ihr könnt es auch bei Amazon finden. Alle Links findest du in der Beschreibung. Ich freue mich, wenn ihr was draus macht und über euren Kommentar unter diesem Video. Ganz liebe Grüße und noch einen wunderschönen Tag.